Ich zeige euch dann jetzt auch mal, wo ihr die Jadewaffen herbekommt, beziehungsweise wo ihr euch sie ansehen könnt. Ihr geht dazu hier in den Handelsposten. Ich glaube, ihr wisst ja, wo der steht, oder? Hier im Händlerforum, hier ist der Handelsposten. Da vorne die Schmiede, wisst ihr Bescheid. Ja, wir gehen in den Handelsposten. Und dann einfach nur die Treppen hoch. Da könnt ihr euch dann die Waffen auch selber ansehen. Sprecht ihr diesen Waffenspezialisten an. Grüß euch. Ich grüße dich auch. Und der hat schon die ganzen Skins hier. Nebenbei noch die Pyro-Waffen und Wintertagswaffen, die man sich eventuell auch nochmal ansehen kann, möchte. Ich werde die jetzt durchgehen. So könnt ihr euch die dann in Ruhe anschauen. Fangen wir mal an mit dem Jadespalter. Ein schönes Muster finde ich hier. Der Drache noch mit drauf. Der Jade-Dolch. Jade-Konterfeier. Hat was, wie ich finde. Jade-Rächer. Der Kriegshammer mit den Doppeldrachenköpfen. Willkommen. Der Hornbogen sieht extrem nice aus, wie ich finde. Auch ein Riesending. Der Jade-Knüppel. Das ist wirklich ein Knüppel. Guckt euch den Jade-Block da vorne drauf an. Das Steinschloss. Hier finde ich diesen Raucheffekt ziemlich cool. Hier sieht man noch das Glimm und dann den Raucheffekt dazu. Auch wenn man führt, sieht man den natürlich. Die Donnerbüchse. Ein Mordsteil, wenn man so sagen will. Das haben sie schon extrem dick gemacht. Ja, auch dieser Raucheffekt dazu. Der Schlagstock. Der Drache sieht aus, als würde er sagen: Mein Jadestein.
Jeder Jadewall gefällt mir persönlich sehr gut. Ein schönes Schild, wirklich. Das ist der Skin für Jadenadler. Komm mal zum Kurzstab. Hier sieht man den Kopf nicht gerade gut. Weil geführt ist der so eingekräuselt ums Bein. Aber hier sieht man den gut. Finde ich wirklich nach einer langen Zeit mal wieder einen Stab mit einem guten Skin. Wirklich. Der Zerfleischer. Das ist wirklich ein Zerfleischer. Ich glaube, da könnte echt ein... wirklich ein Fleischer mit arbeiten. Also wenn der nicht zerfleischt, dann weiß ich auch nicht. Schaut euch die Klinge an. Die Jadeflamme. Auch wieder schöner Effekt halt. Aber das war jetzt schon oft so, dass bei halt den Fackeln oft vorne halt mit Feuer da irgendwas rauskommt. Ist halt ganz normal, aber jetzt mittlerweile irgendwie nichts mehr Besonderes. Und der Vorbote. Also ihr wisst, wo es herbekommt, ne? Handelsposten, Treppe hoch. Und die Waffen bekommt ihr halt nur gegen dieses Ticket. Ihr tauscht das halt ein, das bekommt ihr aus diesen Kisten raus. Mit viel, viel Glück. Hier aus den üppigen Drachenkisten. Mit viel, viel Glück könnt ihr da halt echt nur ein Ticket rausziehen. Und das Ticket könnt ihr dann gegen eine dieser Waffen eintauschen. Ich bin im Moment noch am Überlegen, ob ich mal mein, nennen wir es Glück, versuchen soll. Ein, zwei Waffen fand ich wirklich nicht schlecht. Der Stab hat mir zum Beispiel gut gefallen, das Schild. Ich weiß es allerdings noch nicht. Ich werde es mir noch überlegen. Für euch halt nur die Information, ihr wisst jetzt, wo es sich herbekommt. Schaut es euch am besten nochmal selber mit euren Charakteren an, wie es da aussieht und alles. Und dann habt Spaß noch beim Event, ne? Wir sehen, hören uns. Bis dahin, Leute.